Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play 4 Lot 76 in Teamwork mit Wanderer.de. Wir sind heute immer noch in Berkeley und haben es immer noch mit durchgeknallten Robotern zu tun. Schaut selbst, wie wir uns den Weg frei ballern, teilweise zumindest. Viel Spaß bei dieser Folge. Umbenennen. Das dauert nicht mehr lange. Oh, ich will überladen. T ist repariert. Doch, kann ich. Das ist doch schon mal gut. Das ist 45er Kampfgewehr 30, 40 Schaden, 89, 204. Ja, das wäre cool, wenn wir das bald nutzen können. So. Leider kann ich die anderen Waffen alle nicht aufmotzen. Haben wir hier drüben schon? Nee, ne? Nee, da waren wir noch nicht. Genau, da wird auch diese Aufgabe angezeigt. Ah, dann haben wir da wahrscheinlich den nächsten. Ja. Die nächste. Na, Musikstück. Warte mal. Ja. Irgendwo. Ah, da oben. Ja, genau. Ja. Richtig. Ich gehe mal wieder, mach mal wieder als erstes. Ne? Ja, ja, ich passe so lange auf. Hier ist so ein Schriftstück. Protestschild. Ich bin kein Roter. Warnung. Warnung. Ich lese mal Warnung vor. Wenn du das hier liest, dann mach dich aus dem Stab, solange du noch kannst. Die Bergarbeiter haben damit angefangen, die Roboter zu zerstören. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Hornwright eingreift, um sein Eigentum zu schützen. Mitchell hat gehört, dass das Militär unterwegs sein soll. Also haben sich ein paar von uns auf den Weg zum Bahnhof von Mount Blair gemacht. Dort soll es angeblich Züge geben, die Leute aus der Stadt bringen. Ich würde dir raten, dass du auch dorthin marschierst. Okay. Gut. Spiel dann mal eben. Ja. Ist immer dieselbe Melodie. Ja. Gut. Ah, jetzt. Okay. Na gut, dann mache ich das auch nochmal. Ja, dann hast du das nämlich auch gleich erledigt. Ich passe auf. Ach du, Megapotto. Ehrlich. Du kriegst doch früh genug. Hier ist eine Kochstelle. Eine Kochstelle gefunden. Hier oben. Jetzt bin ich runtergefallen. So. Bist du runtergefallen? Ja, aber nicht weit. Nee, nur in so ein Zwischending. So, hier bin ich. Gut. So, nein, da ist noch was. Ich guck noch mal eben hier. Ja. Hier hab ich geguckt. Ist irgendwie noch so ein Erste-Hilfe-Ding. Okay, ich komme. Okay, einmal hier hoch. Ja. Ich glaube, hier ist auch irgendwo gleich der nächste Punkt. Das kann nur nicht weit weg sein, richtig. Hier ist die Kochstelle auf jeden Fall. Das ist hier. Hier ist wieder ein Bett. Oh, ein bisschen Farbeimer. Rums, das hat sie noch so pushen halt. Ja. Da ist doch noch irgendwas, was hinter uns herkrabbelt. Ach, da. Sehe ich das erst, ne?
Hier ist ein Sack, Seesack. Ja. Nein. 32er. Ich glaube. Ich sehe den gar nicht. Der ist unten. Ach, da. Unten. Ja, gut. Hm. Da kommen wir im Moment nicht ran. Nee. Wir müssen aber auf jeden Fall einmal darüber dann. Ja, genau. Da ist nämlich die nächste Stelle, ja. Da müssen wir gleich wieder diesen Weg zurückgehen. Na gut, da müssen wir sowieso runter, ja. Hier ist nochmal eine Werkbank. Oh, cool. Hier können wir nochmal zerlegen. Ja. So, die großen Mengen lasse ich jetzt. Gut, jetzt muss ich das einzeln machen. Ich habe die ganzen großen Mengen dabei. Die liegen dann nämlich leider. Ich glaube, hier haben wir keine weitere Möglichkeit rüberzukommen. Nee. Ne? Warte mal, hier hinten sehe ich gerade noch was. Hier sollten wir vielleicht noch mal gucken. Ja. Ah, hier ist Muni. Muni-Kiste. Oh ja. Da unten ist auch was. Mal schauen, wie kommen wir denn da hin? Ja gut, wir kommen hier wahrscheinlich zumindest in Richtung des Roboters, ne? Ja. Also, nochmal. Kopfschuss. Ja. So. Wo soll ich es hier brutzeln? Was ist denn das schon wieder? Kampfscharfschützengewehr. Das wäre mal schöner hier. Noch eine 10mm Maschinenpistole. Oh, kriegst du. Kannst du dir wieder verleiden. Ich 45er gefunden. 45er? Ja, Munition wieder. Ach, die Kochstelle. Ja. Ich kann mir ja noch mal kurz tauschen. Ja, genau. Ich gucke mal, was ich da habe. Warte. Ja, 20, 10mm auf jeden Fall noch mal. Also 45er okay. Patronen. Okay, was habe ich noch? Ah ja, die 10mm Maschinenpistole hätte ich noch. Die gebe ich dir auch mal. Du hast ja eine, ne? Meine ich. Ich glaube, die habe ich jetzt gar nicht mit, aber. Hast du nicht mit, aber die kannst du ja zerlegen. Genau, kannst richtig. Du kannst ja. Einen Lauf oder irgendwas zu. Ja, ansonsten habe ich nichts weiter. So. Nee, ich im Moment auch nicht. Jetzt haben wir zwei Tüten, guck mal. Oh. Komm, Tütentausch. Ja. Es hat tatsächlich zwei Tüten gegeben. So. Haben wir das auch schon mal getauscht? So. Gut. Ich glaube, wir können hier noch ein Stück runter. Mhm. Hier geht's ganz runter dann. Ja. Tja, dann stellen wir uns mal dem Roboter, wa? Oder wir gehen hier noch mal kurz. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht richtig, stimmt. Ja, genau. Hier ist ein knuspriges Eichhörnchen, Molly. Jetzt bin ich überladen. Toll, 98 Patronen. Okay. Ich fürchte, das wird nicht nur ein Roboter sein. Ja, stimmt. Jetzt da sind ein paar mehr. Warte mal, hier können wir nicht weiter runter, wie es aussieht. Nee, stimmt. Bei dem wir springen runter. Das sollten wir das sein lassen und von oben nochmal oben rüber gehen. Auf die andere Seite kommen, weißt du? Ja. Gehen wir am besten nochmal, würde ich sagen, hier den Weg zu ein Stück zurück. Dann haben wir hier die Brücke gehabt. Kann ich noch was kochen? Warte mal, schau mal eben. Warte, habe ich noch? Nö, eigentlich habe ich alles. Ach doch, da ist ein Pressumfleisch. Das mache ich mal ganz. Richtig, stimmt. Ja, dann werde ich auch gleich noch mal kochen. Ich passe so lange auf. Ja, das gibt nämlich Bacon. 3 Bacon habe ich. So, Karottensuppe auch noch. So, habe ich das auch.
Und sogar ein Skorpion-Eier-Omelett. Da habe ich denn das Ei aufgesammelt. Gekochtes Wasser. Ah, das Wasser. Genau. Stimmt, ja. Cool, dann hab ich wieder Wasser. Apropos Wasser, ich muss was trinken, fällt mir gerade ein. Ja. Ja, ich passe auf, du kannst, wenn du willst. Du musst, glaube ich, auch was trinken, oder? Ja, essen und trinken ist gut. Leguan. So. Gut, dann koche ich auch. Genau. Das, wir müssen noch einen Punkt brauchen wir, glaube ich, noch, wo wir noch spielen müssen. Ist das da? Genau, das ist irgendwie auf einem anderen Haus oben gegenüber, habe ich gesehen. Wir müssen irgendwie noch mal gucken, dass wir den Weg zurückfinden. So, das habe ich jetzt. Hast du alles? Ja. Okay. Warte mal, müsste jetzt richtig sein, ne? Ja, ich glaube. Genau, wir müssen hier wieder runter. Dann können wir hier... Den haben wir schon gespielt, oder? Den haben wir, glaube ich, gespielt, ja. Genau. Genau, ja. Da kommt man hier nämlich wieder auf die andere. Hey, verstecken? Willst du dich etwa verstecken? Oh. Geh mal ein Stück weit darüber. Moment, hier läuft irgendwas. Hey, nicht runterfallen, ich will dich looten. Das ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Wo steckt der denn? Ich sehe den Gold. Ja. Jo, das ist Mr. 3, ein 32er. Das scheint der König hier zu sein. Jo, Gabi. Puh. Oh, ich bin 20, ja. Hey, hast geschafft. Ah, ja, cool. Endlich. Sehr schön. Das ist cool. Ah, hier die Schnur ist das ziemlich mit. Oh, hier ist noch ein Seesack. Jetzt habe ich wieder die ganze Munition. Aber die kriegst du ja auch manchmal gar nicht. Guck mal, was du kriegst. 308er. Hm. Ja, das ist immer genau vertauscht. Ja, irgendwie schon, ne? Ich glaube, wir müssen da runter. Ach, hier sind wir ja. Ja, das ist sehr gut. Ne? Ja, schön. Oh ja, 45er Muni. Ist gut. Passt du auf, oder? Ja. Hier oben ist noch eine Munitionskiste. Dann spiele ich eben. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, musst du schreien. Ja. Okay, da war ich. Ah, ich habe auch einen Aufstieg. Okay. 23. Jo. Finde ich cool. Ja, ich kann das gar nicht sehen. Ich sehe mich nicht mehr. So. Und eigentlich beobachten mal, irgendwo krabbelt hier was. Ich hör's. Ah ja. Ich hab Radwürmer. Es war gut, dass ich Heilmittel mitschleppe. Ah, scheint sie zu haben. Ah, guter Stimme. Okay. Du kannst. Genau.
So, na gut, dann spiele ich auch mal. Ich muss mal meine Radwürmer beseitigen. Na, wo ist es denn jetzt? Da. Okay, sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall haben wir das schon mal erledigt mit dem Banjo-Spielen und so. Ja, das scheint aus zu sein, ne? Ja, genau. So, jetzt. Ja. Sehr schön. Das haben wir erledigt. Da hinten ist noch ein Mr. Dingsbums. Noch ein Mr. Dingens nach Gatsby, oder ja. Wie der heißt? Gitti, ne? So. Gatsby? Gatsby oder so ähnlich. Genau. Da hinten. Hier gibt es übrigens auch eine Werkbank, ne? Wir könnten da drüben mal rüber. Da sind auch Roboter, sehe ich. Und da gibt es bestimmt noch Materialien. Weiß jetzt zwar im Moment nicht welche. Wollen wir hier runter? Ja, oder wollen wir erst drüben ins Ausgehen? Ich weiß ja nicht, diesen anderen looten noch, den 32er. Ja, gut. Dann lass uns mal die looten. Die ich weiß nur nicht, wo der ist, den wir ihm erschossen haben, der andere. Der muss hier links rum sein, irgendwo. Mhm. Huch, hier komme ich nicht durch. Nein. Den Durchgang. Der muss auf jeden Fall nach links rum sein. Mhm. Hier. Einmal links. Hier vorne ist kein Durchgang. Mhm. Hier vielleicht? Ah, hier kann man durch. Ja. Oh, das ist aber schön. Sieht gut aus. Schön gemacht, ne? Ja. Aber der muss hier vorne irgendwo liegen. Weil das würde mich schon interessieren, was da drin ist. Ach, hier, genau. Irgendwo, hier ist er. Hier ist er, genau. Oh, naja. Okay. Bleibschrott habe ich dreimal und noch ein paar andere Sachen. Ein Fusionskern habe ich bekommen. Oh, cool. Hier ist mal, ich guck mal hier hoch. Ja. Hier ist noch eine Kiste, aber da ist nichts Besonderes. Nur, hier ist noch eine Kiste, auch nichts Besonderes. Ah, hier kommen wir wieder hoch. Stimmt. Ich glaube, wir sollten hier ruhig nochmal hochgehen. Mhm. Kryptisch. Eine wild gewordene Kreatur versetzt Appalachia in Angst und Schrecken. Mhm. Neues Event. Aber wo wird nicht angezeigt, oder? Nee. Jedenfalls nicht bei uns. Das ist. Das brennende Bergwerk. Das ist bei Louisburg. Ja, genau. Ja. Aber da ist ein 84er, da brauchen wir gar nicht hingehen. Nee. Das stimmt. Hat so keinen Sinn. Hier ist ein Sack, da ist nichts drin. Oh, eine Wackelpuppe. Intelligenz-Wackelpuppe. Hast du da auch eine Wackelpuppe? Ja. Und ist das auch eine Intelligenz-Wackelpuppe oder hast du ja, eine andere? Ja, nee, ist auch Intelligenz. Wenn ich dich jetzt nehme, ist sie weg, befürchte ich. Nehm ich mal, ja? Ich glaube, ich habe schon eine Intelligenz-Wackelpuppe. Okay. In der Kiste, glaube ich. Ich glaube, ich habe eine gefunden schon. Ah, ich nehme die mal mit. Ja, ja. Ist sie weg, ne? Ist sie weg? Ja. Da ist eine Powerrüstung unten. Siehst du die? Oh, das könnte eine 51er sein. Oh, unten. Mr. Gatsby. Geh mal auf den Panzer. Powerrüstung hat auf jeden Fall einen Helm, aber ich fürchte, wir werden da nicht rein können. Ja, ist eine 51er. Mhm. Schade. Nimm den Kern mal mit. Ja. Ah! Wo schon? Nee, wir gehen ja vorwärts. Machen genau. Wir doch genauso. Vorwärts ist da lang. Boing. Jetzt sind wir natürlich da runtergesprungen wegen Mr. Gatsby. Ich fürchte, da werden wir sicherlich wieder hochkommen. Aber wir können ja hier mal rüber gehen. Guck mal, hier ist ein Friedhof und eine Kirche. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Und ich glaube, hier war immer nichts. Bergwerksausstellung in Beckley. Okay. Ja, die können wir beanspruchen oder so. Ja, hier ist eine Werkbank dazu. Hätte man ah, die ja. Da hinten sein.
Ach ja, das steht so. Ein dober Roboter. Oh, das ist ein 40er. Den sollten wir mal zusammen traktieren. Mhm. Ist sich jetzt also schon Kupfer. Gold. Ja. Vorsicht, der ist gefährlich. Au, 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 ich sag das auch noch. Sehr schön. Du musst dich heilen. Oder Deckung. Pass mal auf, ich hab doch noch ein paar Granaten. Ich schmeiß mal Granate hin. Ja. Gleich mehrere. Ich glaube, den hat zerlegt, ne? Nee, noch immer nicht. Mann, Vorsicht, ich schmeiß noch welche. Ja. Ich ist ja gar nicht tot zu kriegen. Nee, das ist ziemlich schwer, ja. Verstehst du jetzt, warum ich mal sage, das wird zu schwer? Ja, ja. Und nicht stehen bleiben am besten. Ey, der haut ab. Ich glaube, dass ich... Ey, du Schweinebaguette, du feige Socke. Das ist Jezebel, weißt du? Ja. Jezebel, kennst du Jezebel von Fallout 4? Ja, ich meine ja. Dieser eine Roboter. Scheiße, ich muss mich reparieren. Ich bin tot, ich helfe, Hilfe. Warte. Kannst du mir helfen? Ja. Nicht, dass du gleich selber tot bist, Moritz. Wo ist er? Da. Ich glaube, der hat immer mich auf dem Kicker hier, oder was? Ha! Erwischt. Oh, das ist ja nicht wahr. Ich habe so viel... Puh. Du musst dich auch heilen. Da ist noch einer. Oh nein. Du musst dich ja auch heilen. Schnell. Ja. Komm lieber runter. So. No, noch mehr heilen. Heilen, heilen, heilen. Ja, ja. Statt bei dir etwas langsamer zu gehen. Okay. Ich werde noch mal ein paar Granaten werfen. Mhm. Ich habe glaube ich gar nicht mehr so viel. Ich verdufte auch immer. Die hauen immer ab, die verdammten Dinger. Ah, ich, alle, sie sind alle. Moment, habe ich noch andere? Habe ich noch andere Gründe? Ah, eine Impulsmine und eine Kryo. So, Kryo und ihr Plasma-Granaten habe ich. So, jetzt gibt's was. Vorsicht, Plasma-Granate. Die hat einen größeren Radius. Ah, ich glaube, ich hab dich getroffen, ne? Ich glaube, das ist... Oh! Scheiße, bist du genau reingelaufen? Ja, ist aber nichts passiert. Aber wir haben sie. Jo. Die Plasma-Granaten sollte ich vielleicht mal weg auf Plasma-Granaten umstellen, wa? Ja, ist gut. Hart, ey. Ja. Haben wir noch mehr von den Viechern? Oh, die Güte. Hier ist doch bestimmt dann noch irgendwo einer oder so. Ja, ich weiß nicht. Könnte gut sein. Aber wir könnten jetzt mal gucken auf dem Gelände. Mhm. Hier sind, meine ich, mehrere Gruben. Hier ist Öl. Große Öllache. Ach ja, stimmt. So, dann haben wir schon mal überschüssiges Öl bekommen. Gut, gehen wir da einfach mal drüber. Ach, hier. Rum. Hier ist eine Goldader. Wo? Hier. Ah. Und die scheine ich schon zu haben. Mhm. Okay. Hier ja gut, wenn man die jetzt einfordert, dann hier hat man ist Säure. Wieder, ja. Nee, auch Öl. Dann hat ja, man dann ja wieder nur wieder PvP, ne? Ja, das ist ja... Ja, ja, genau, deswegen mache ich das nicht. Ich habe das einmal gemacht, da haben sie mich echt überfallen hier zu dritt. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Bin ich wieder gekommen, habe denen noch möglichst Schaden zugefügt, aber ich hatte keine Chance. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Level hatte. Der war jedenfalls nicht sehr hoch, meine ich. Warte mal, hier muss noch mehr sein. Das war nicht nur die drei Stellen. Hier ist noch eine.
Kristall. Kristall, ja, mitnehmen, mitnehmen. Kristall. Unbedingt. Für die Rüstung braucht man, glaube ich, auch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Warte mal, war hier nicht auch noch eine? Irgendwas war doch hier noch. Da war nur das Gold. Hier ist nochmal Öl. Öl ist hier nochmal. Öl kann man gut verkaufen. Ja, ich glaube, das war's. Drei Ölflecke, ein Gold und ein Kristall. Ja, schade, dass man das nicht mit den Werkstätten nicht so spielen kann, wie man möchte. Na gut, da das ist ja wieder das, was bei Fallout 76 interessant ist für die Leute, die PvP richtig hauptsächlich spielen können oder wollen. Oh, hier ist Munition. Ja. Ach nee, Orangen-Mentats. Na gut, die kann man verkaufen. Ja, kann's verkaufen. Ja. Kann man gut verkaufen. So, lass uns doch mal hier das Haus gucken. Vielleicht da was mit anfangen. Aha. Ob ich entsperre mal. Ja. Okay. Ach so, eine Art Kammer. Hier sind zwei Kisten zum Looten. Die Rest nehme ich schon mal raus. Ja. Oh, hier ist ein Band, das können wir uns anhören. Ach, das haben wir, glaube ich, schon. Ja. Das Top of the World Werbepaket. Ach, stimmt, das haben wir schon einmal eingesammelt. Hier ist noch ein Safe, den kann ich nicht aufmachen. Ja. Kannst du nicht? Warte, ich versuche mal. Ah ja, das könnte klappen. So, nochmal schauen. Ja, es wäre nur eine Schrotpatrone. Ja. So, ist offen, kannst gucken. Mal gucken. Oh, Spitzhacke. Ich nehme die Spitzhacke mal mit. Bin natürlich jetzt überladen, toll. Ja. Ich glaube ich. Ja, ich noch nicht ganz, aber lange dauert es nicht mehr. Müssten wir eigentlich nur noch eine Werkbank zum Zerlegen finden. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt haben wir uns doch ein bisschen in die andere Richtung begeben. Jetzt müssen wir nur mal sehen. Das Auto ist noch explosiv. Da hinten ist noch ein Roboter. Nee, das war die Rüstung. Genau. Ja, die konnten wir nicht gebrauchen, ne? Schade eigentlich. Nee, da war eine 51. Wir könnten natürlich die Teile abnehmen und runter wegschmeißen. Oh, noch ein automatisches Kampfgewehr. Das ist doch mal ein Wort. Oh nein, jetzt bin ich eingestiegen. Was mache ich denn? Nein. Du kannst gar nicht einsteigen. Nee, ich habe meinen. Warte mal, ich habe den Kern reingemacht. Den nehme ich mal wieder raus. Ja, den würde ich auf. Weil du kannst die Teile abnehmen und dann kannst du reinsteigen. Wenn du Kern drin hast. Ja, aber nützt das nicht mir machen, nix. Wenn du keinen Kern drin hast. Nee, nützt nicht. Wollen wir noch mal auf das eine Haus hier gehen? Ich glaube, wir waren da oben noch nicht. Oder waren wir da schon? Also ich meine, hier war ja dies mit dem Banjo-Spielen und sowas überall, ne? Ja, das haben wir gemacht. Aber waren wir da hinten auf dem Haus? Warte mal. Doch, das kann sein, dass wir da mit dem Banjo waren. Also ich meine, ja. Okay, welche Richtung geht denn das da? Nee, dann haben wir hier eigentlich fast alles. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir in den anderen Häusern schon waren. Aber doch, eigentlich ja. Weil hier ist noch eine rote Kiste. Noch so eine Art Einkaufsmarkt oder was das ist. Und ich komme mal dahin. Ja, auf der hier bei den Säulen. Da steht eine rote Kiste. Waren wir da noch nicht? Nee, da glaube ich waren wir noch nicht. Nee, ich habe tatsächlich eine Splittermine. Ja, ich habe eine Plasmagranate bekommen. Da ist ein Einkaufsmarkt. Ja, sieht so aus, ne? Würde ich sagen. Da unten. Ach, da. Also, stimmt. Komm, lass uns noch mal rüber schauen. Vielleicht finden wir noch was. Dieser hier, ne? Hier links hier. Nee, das ist eher. Doch, Giftjob.
Geschenke-Shop oder so. Ja, genau, sowas. Genau, richtig. War auch mal Licht. Ja. Da ist nichts. Oh, ja, ein bisschen was? Wasser habe ich noch gefunden und noch ein Wasser. Au! Au! Hier ist ein Tresor. Oh, wieder nicht. Ich kriege immer keinen Kuchen. Ah. Ja, ich. Ich krieg, also was. Das, guck mal, ja. Hier ist ein Tape. Hier ist ja. Ach, schon wieder. Auch wieder so ein Plakat. Ja. Ich nehme das mal einfach nur mit. Oh. Den habe ich aufgemacht, ja, genau. Ja, sehe ich schon. Stromlampe. Boing. Hier ist nichts. Oder? Nee. Was ist hier? Warte mal, hier noch was drin? Nee, das kann ich nicht mal aufmachen. Und ihre Milchflaschen brauche ich nicht. Oh, Hundefutter nehme ich immer mit. So. Nee, also sonst ist hier aber wirklich nichts mehr. Nee. Aber hier waren wir jetzt, glaube ich, oben auf, ne? Ja, da waren wir oben drauf. Da waren wir schon, ja. Gut. Ja, im Prinzip. Hier ist nur eine Tür. Eine Tür? Wo bist du gerade? Oh. Ach, da. Das sieht aus wie eine Toilette. Jo. Jo. Hier ist auch noch eine, die ist aber offen. Was haben wir denn da, dieses rote? Hier nochmal rüber gehen. Genau. Mit der kommen wir offenbar nicht weiter rein. Nö, was auch immer das war. Ja, das sieht aus wie irgendwie nur Schaufenster oder so. Ja. Ja, okay. Scheint alles durch zu haben in diesem Ort. Ja, ich glaube, in die kleinen Häuser kommt man gar nicht rein, ne? Nee, das sieht so aus. Ich bin zu schwer. Ja, ich auch. Mist, wo können wir denn jetzt nochmal? Wir waren da hinten. Werkbank? Ich überlege gerade, genau. Werkbank weiter, ne? Können wir die Werkbank von dem Platz benutzen, den man besetzen kann? Wir könnten die benutzen. Ich glaube, warte mal, die können wir nur einnehmen. Wir können sie nicht zum Umwandeln benutzen. Das heißt, wir wären eigentlich keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, wir hätten auch noch das zusätzlichen Ärger. No. Aber konnten wir hier nicht irgendwo hochgehen? Da waren doch Werkbänke. Genau. Lass uns doch nochmal versuchen, da reinzukommen. Genau. Vielleicht, wenn wir hier rüber hüpfen. Oder hier runter so. Dass wir nochmal irgendwo hochkommen. Hier vielleicht? Hier ist irgendwas, was hier krabbelt. Irgendwie eine Kakerlake oder so. Ja. Ach, da. Hinter dir. Ich hab keine. So. Hammer. Okay, das ist aber nur der Bus. Das war doch hier hoch, ne? Irgendwo hier oben war. War doch eine Werkbank. Ah ja, hier um die Ecke. Genau. Da kommen wir gar nicht weiter, ne? Nee. Dann war das noch irgendwo. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Warte mal, hier. Hier ist eine Treppe nach oben. Genau. Ups, ich bin gerade etwas langsam. Ja, ich auch. So, ups, jetzt geht's wieder. Ist schon wieder irgendwas am Rumkrabbeln. Ja, wenn wir schnell genug sind. So, mal hier. Nee, ich habe das eine Banjo. Ich glaube, das hier ist der Kochpot. Genau. Hier ist der Werkbank.
Hier können wir zählen. Ah, ja, sehr schön. Waffenwerkbank sogar. Ja, ich habe ein bisschen zu viel jetzt. Aber wenn ich einen Radtisch, wenn du einen Radtisch brauchst, dann ich habe noch einen bestimmt über. Schaffen wir das zumindest bis nach Hause heute. Ja. Also ich könnte jetzt... Och, ich habe so viele Sachen aufgenommen. Ach, ich weiß, ich habe die Rüstungsteile von der Power-Rüstung mitgeschleppt. Jetzt zerleg dir die doch. Genau, habe ich jetzt auch. Und dann ist das jetzt wieder, dann bin ich jetzt wieder mobil. So. Ja, gut, 40, ja. 89, okay. 58, 29. Ja, jetzt habe ich gleich 3 von den Scharfschützengewehren. Hm. Keins kann ich benutzen, alles 30er. Toll. Hm. Na gut, ich mache nochmal die Doppel. Ah ja, jetzt esse ich noch ein Häppchen. Ja, genau. So. Dann bin ich eigentlich auch wieder fit. Ja, ich bin auch so weit dann. Meine Bacon mal aufessen. Lecker. Oh, ist das lecker. Ja. Und Blanco, Meckel und Schieß. So. Trinke ich noch ein Bier? Ja, haut mir nur die Intelligenz weg. Okay. Ja. Aber immerhin. Ja. So. Ja, wollen wir dann nach Hause gehen? Genau. Zu mir, zu dir ist egal, ne? Ja, genau. Gehen wir zu dir. Genau, ich springe mal hin. Das ist da nicht mehr zu dem eigentlichen Thema gekommen. Siehst du, so kann man sich verlaufen. Ja, ja, gerade wenn man so eine Stadt da nochmal ansteuert, das ist schon echt. Ja. Da geht auch die Zeit bei rum. Das ist ja eigentlich das Schöne hier bei diesem Spiel, weil man so viel am Entdecken ist, man ist so abgelenkt. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüss.